Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Mick-Knauf-Daily, direkt zu Wochenbeginn. Schauen wir mal ganz kurz auf die letzte Woche zurück. Ja, der DAX hat ja zumindest sein dreiwöchiges Debakel, das wir mit fallenden Kursen arbeiten mussten, hinter sich gelassen. Auf Wochensicht haben wir ja somit letzte Woche zumindest mal 1,5% nochmal gut machen können. Schlussstand am Freitag 12.394 Punkte. Ja, da haben wir natürlich auch ganz klar immer wieder von den Amerikanern gezehrt. Der Dow Jones übrigens bei 25.790 rausgegangen aus dem Handel. Aber der S&P 500 und der Nasdaq, die lagen am Freitag dann sogar noch höher. Die haben neue Rekord, neue Bestmarken erreicht. Und das lag an einem Mann in den Vereinigten Staaten. Und das war sicherlich nicht der Donald Trump, das war in dem Fall Jerome Powell, Chef der Federal Reserve. Da hatten wir ja großes Notenbanktreffen Donnerstag und Freitag in Jackson Hole. Am Freitag dann die Pressekonferenz von Jerome Powell und der hat gesagt, ja, beim Thema Zinsen, da würde die Federal Reserve sehr, sehr behutsam mit einer Erhöhung arbeiten. Und das war das, was die Märkte wohl erwartet hatten. Das war das, was man sich erhofft hatte. Und deswegen auch Nasdaq und S&P 500 jeweils mit neuen Rekordständen. Heißt aber auch, dass wir jetzt schon so ziemlich wissen, dass es im September mal wieder zu einem kleinen Zinsschritt in den Vereinigten Staaten kommen wird. Ja, ansonsten hatten wir natürlich das große Thema Zollstreit der Vereinigten Staaten mit China im Gespräch. Dort haben wir eine Delegation in Washington gehabt aus Peking, aber da wusste man eigentlich im Vorhinein schon, dass die Besetzung nicht so hochkarätig war und dementsprechend da auch wenig Ergebnisse erzielt werden würden. Und so war es dann auch. Das Ganze kann man mehr oder minder unter der Rubrik Vorgespräche oder Non-Event werten. Da müssen schon die beiden großen Präsidenten an einem Tisch sitzen, China und die Vereinigten Staaten dann mit Donald Trump, um hier tatsächlich Ergebnisse zu erzielen. Also da werden wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden müssen. Im November soll es ja soweit sein, dass sich beide Präsidenten da vielleicht an einen Tisch setzen. Meine, erfreulich war auf jeden Fall, das ist ja das, was ich Ihnen immer wieder sage, schauen Sie in die zweite, schauen Sie in die dritte Reihe hinein, schauen Sie auf MDAX, SDAX und vor allen Dingen auf den TecDAX. Der TecDAX ist ja neu benannt worden vor ein paar Jahren, heißt ja nicht mehr NEMAX, Neuer Marktindex, sondern TecDAX. Und wenn man da mal hinschaut, er hat seit dem Jahr 2000 also ordentlich Performance gemacht, ist letzte Woche dann zu einem neuen Rekordhoch ausgewiesen worden, 2984 Punkte, heißt also, er arbeitet jetzt an der Marke von 3000 Punkten. Und das ist immerhin der höchste Stand seit 2000. Naja, wenn man mal hinschauen. Ja, im Gegensatz zum TecDAX läuft der DAX uns hier immer noch mit minus 10% auf Jahressicht hinterher. Das heißt, im Bereich der Nebenwerte spielt halt eben häufig die bessere, die schönere Musik. Vielleicht nicht ganz so laut wie bei den DAX 30, dafür still, leise, heimlich, aber mit einer sicherlich guten Performance. Ja, was hatten wir letzte Woche noch? Das Thema Continental. Ja, die Aktie teilweise 13% im Tagesverlust gewesen. Zwei Tage hintereinander hat es da ordentlich Schläge getan. Ja, Continental mal wieder mit einer Gewinnwarnung. Die hatte man ja mehr oder minder schon im April servieren müssen und jetzt noch mal eine hinterhergelegt. Umsatz- und Gewinnwarnung. Die Aktie daraufhin wirklich abgesoffen. Letzte Woche stand man bei Zeiten noch bei 185 Euro. Am Freitag sind wir da dementsprechend bei 155,45 aus dem Handel rausgegangen. Also da ist ordentlich Geld verloren worden. Ja, was sagt Continental? Negative Wechselkursveränderungen im Jahr 2018 würden also hier dementsprechend mit minus einer Milliarde Euro zu Buche schlagen und dementsprechend traut man sich auch im dritten Quartal nicht mehr allzu viel zu. Und das hat natürlich viele, viele Anleger verschreckt, aber nicht nur bei Continental, nein, dementsprechend auch VW, Daimler und BMW ganz klar mit in Sippenhaft genommen, abgestraft worden. Die lagen dementsprechend auch im Minus. Ja, interessante Spekulationen hatten wir dann letzte Woche noch. Da ging es mal um
Tesla. Elon Musk hatte ja noch vor ein paar Tagen, Wochen getwittert, dass er Tesla bei einem Aktienwert von $420 pro Aktie von der Börse nehmen wollte. Ja, das hat natürlich dann zu einem ordentlichen Kursschub nach oben gesorgt, aber jetzt scheint er sich tatsächlich mit seinem Verwaltungsrat nochmal an einen Tisch gesetzt zu haben, hat sich halt eben auch die Meinung vieler Großinvestoren angehört und die haben ihn dann doch wohl überzeugt, Tesla an der Börse zu belassen. Die Frage ist natürlich, wie wird die amerikanische Börsenaufsicht SEC mit diesem Tweet, mit dieser Twitterei umgehen? Die ist nämlich gerade am Prüfen, ob das überhaupt rechtens war, was Elon Musk da getan hat. Na, und dann haben wir natürlich noch Privatanleger, die ja eher auf fallende Kurse bei Tesla gesetzt haben. Die sind natürlich massiv ausgebremst worden, haben sehr, sehr viel Geld wieder in die Hand nehmen müssen, die Leerverkäufer, um ihre Positionen zu decken und sind natürlich ganz klar entsetzt gewesen, aber auch sauer, und zwar so sauer, dass sie bei Zeiten jetzt Klage gegen Elon Musk und seine Twitterei erhoben haben. Also dieses Thema dürfte uns auch in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen. Und zudem gab es dann noch eine interessante Spekulation rund um Tesla. Es wurde mal wieder die Frage aufgeworfen, wieso denn nicht eventuell Apple bei Tesla einsteigen würde. Denn Apple hat ja nun auch schon seit längerer Zeit Interesse an Elektromobilität, eventuell an einem eigenen Apple-Fahrzeug. Und da wäre es doch eigentlich sinnvoll, schon in bestehende Strukturen zu investieren. Gut, dass man von beiden Häusern da keinen Kommentar zugehört hat, war klar. Aber die Analysten und die Börsianer haben dann natürlich mal so ein bisschen durch die Gegend gesponnen und haben gesagt, klar, meine Tesla hat natürlich Wettbewerbsvorteile, wenn es um den großen Bereich der Elektromobilität geht. Apple braucht weitere neue Visionen. Irgendwann kann man nicht nur vom Handyverkauf alleine leben. Da muss man natürlich in die Zukunft hineindenken. Naja, und selbst eine Übernahme von Tesla für Apple wäre durchaus zu stemmen. Apple hat momentan in der Kriegskasse 244 Milliarden US-Dollar. Der Börsenwert von Tesla liegt gerade mal bei 54 Milliarden US-Dollar. Aber da muss natürlich ein Mann vor allen Dingen ganz klar natürlich zustimmen. Und das ist natürlich der Gründer und der Visionär Elon Musk. Und der hat natürlich schon verständlicherweise gesagt, er würde sich so oder so nicht von seinen Anteilen trennen. Aber man muss natürlich dazu sagen, vielleicht ändert sich ja da der Meinung, wenn halt eben Elon Musk mal wieder Geld braucht, beziehungsweise Tesla vielleicht dann doch so tief in die Roten reinrutscht, dass sie dringend Hilfe benötigen. Also die Idee ist momentan nicht wegzudenken. Statements, Kommentare, Meinungen aus den Häusern, aus den Chefetagen gab es dazu nicht. Aber was gibt es Schöneres, als an der Börse zu orakeln und zu spekulieren? Das sind schließlich Salz und Pfeffer in der Börsensuppe. Ja, und das war es auch schon wieder von der letzten Woche. Diese Woche Quartalsberichte haben wir keine. Wir schauen ein wenig auf die Konjunkturdaten. Wir schauen natürlich mal wieder auf Donald Trump, was der in Amerika dementsprechend momentan alles anstellt. Der große Streit, Handelsstreit zwischen China ist ja noch nicht zu Ende und der mit Europa ist ja auch nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Also von daher dürften wir mal wieder eine interessante Börsenwoche haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg an der Börse. Bleiben Sie mir und vor allen Dingen den Börsen gewogen.